endlich mal wieder unlogische Dinge in Yu-Gi-Oh! Ich glaube, ich sollte die Battle City Saga auch so langsam mal zu Ende bringen. Also werde ich versuchen, das Tempo ein wenig zu erhöhen. Und denkt immer dran, meine Freunde, die Fehler einer Serie zu erkennen und auch über diese zu reden und diese Serie dann trotzdem noch zu lieben, ist das, was einen wahren Fan ausmacht. Aber gut, fangen wir an. Für ein Duell. Es beginnt mit dem Duell zwischen Kaiba und Noah. Das Duell fängt nämlich mit einer ziemlich kleinen Sache an. Kiron, der Magier, kann hier nämlich einfach so eine verdeckte Karte von Kaiba zerstören und Noah muss dafür keine Zauberkarte opfern, wie wir es halt im normalen Spiel kennen. Aber okay, Anime-Regeln halt. Ich kann überhaupt nicht verlieren, wir sind in meiner Welt und hier mache ich die Regeln. Ja, da hast du gar nicht mal so unrecht. Aber kommt es nur mir so vor? Oder sind diese Karten irgendwie extrem winzig? Weil ich nun mal der bessere Mann für diesen Job bin. Weil ich so eine Firma leiten kann im Gegensatz zu dir. Naja, oder halt, dass Noah eigentlich tot ist und dieser nur noch virtuell existiert. Sein Vater hat alles versucht, damit er weiter existieren kann. Wäre er nicht gestorben, dann wäre halt er der nächste Präsident und nicht Kaiba. An sich läuft das Duell eigentlich auch ziemlich normal ab. Bis zu dem Zeitpunkt, als Kaiba es beenden wollte und Noah sich einen Zuschauer herbeiholt, welcher rein zufällig Kaibas kleiner Bruder Mokuba ist. Dein Mokuba hat sich aus freiem Willen entschieden, auf meine Seite zu wechseln, Seto. Natürlich alles aus freiem Willen. Seht ihr diese von Leben erfüllten Augen etwa nicht? Aus diesem Grund greift Kaiba nicht an und beendet seinen Zug. Also, Kaiba hätte hier eigentlich schon gewonnen. Ziemlich easy dafür, dass Noah eigentlich alles kontrolliert und vorhin noch meinte, dass Kaiba deswegen auch gar nicht gewinnen kann. Naja, durch Mokuba kann Kaiba eigentlich auch direkt aufgeben, weil er wird halt nicht angreifen. Er versucht halt noch ganz viel auf ihn einzureden, aber das bringt halt gar nichts. Er kann einfach nicht durch ihn durchdringen. Mokuba, ich weiß, dass du mich hörst. Noah hypnotisiert dich mit ganz fiesen Lügen. Seto ist dein Bruder, nicht Noah. Und Seto hat dich nie im Stich gelassen. Sieh ganz tief in dein Herz und erinnere dich an ihn. Seto? Alles klar. Dein eigener Bruder kommt nicht zu dir durch. Aber Yugi braucht nur zwei Sätze und du bist so langsam wieder normal. Zwar hat Kaiba ihn dann mit dem weißen Drachen komplett aus dem Bann befreien können, aber ohne Yugis Worte wäre er halt noch komplett drin. Und das Problem jetzt... Naja, Noah konnte in der ganzen Zeit seine Lebenspunkte gut pushen und sich in eine viel bessere Position bringen. Also, alles ist natürlich besser, als gerade noch verloren zu haben. Kaiba bleibt auch nichts mehr, außer dem Ganzen im nächsten Zug ein Ende zu bereiten. Er aktiviert die Feinkarte. Letzte Runde. Jeder von uns sucht sich ein Monster aus, das er auf dem Feld lässt. Alle anderen gehen direkt auf den Friedhof. Ist das Feld dann geräumt, stehen sich die beiden Monster in einem Kampf auf Leben und Tod gegenüber. Kaiba nimmt natürlich seinen weißen Drachen, was denn auch sonst. Noah nimmt natürlich seine Noah, was denn auch sonst. Alles soweit eigentlich ziemlich nachvollziehbar. Außer natürlich, dass die Noah gar keine Monsterkarte ist, sondern eine Zauberkarte. Können Zauberkarten überhaupt ein Deckmaster sein? Anscheinend schon. Okay. Aber wie zum Fick soll eine Zauberkarte kämpfen? Und als der weiße Drache dann die Eiche zerstört hat, surprise, surprise, kam dann das andere Viech bei raus. Was aber scheißegal ist, da Noahs Deckmaster ja eigentlich zerstört worden ist. Was aber anscheinend, ihr habt es erfasst, scheißegal ist. Denn dieser Shinato ist sein wahrer Deckmeister. Ja, klar. Dass Noah die ganze Zeit den Effekt der Noah als Deckmaster benutzt hat, ist scheinbar auch... Ja, scheißegal. Kaiba hat jetzt noch 400 Lebenspunkte und Noah verwandelt ihn und Mokuba einfach in Stein. Weil, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Du hast dir heute lediglich bewiesen, dass du ein schwacher kleiner Junge bist, der schummeln muss, um sich durchzusetzen. Oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß aber gerade nicht von wem. Die zweite unlogische Sache ist das Duell zwischen Yugi und Noah. Und somit, willkommen zum Duell der geistig Zurückgebliebenen. Yugi übernimmt jetzt das Duell für Kaiba und spielt mit dem Deck von Kaiba und dessen Lebenspunkten weiter. Somit hat Yugi 400 und Noah 7400 Lebenspunkte. Bevor das Duell aber startet, frischt Noah sein Deck mit ein paar Karten auf. Was zum Fick? Yugi,
übernimmt das Duell für Kaiba. Deswegen fängt er ja überhaupt mit 400 Lebenspunkten an und Noah klopft sich erstmal andere Karten ins Deck. Hat eindeutig nicht verstanden, was eine Übernahme ist. Yugi hat noch nicht einmal ein verficktes Monster auf dem Feld und auch keine Hand. Wie kann das überhaupt? Ach, Moment. Wir reden hier gerade über Yugi und seinem Herz der Karten und haut erstmal Gazelle raus. Seit wann benutzt Kaiba bitteschön Gazelle? Ja, so bringt man ein Monster aufs Feld, Yugi. Klasse! Yugi hat Gazelle einfach nur offen in Verteidigungspositionen gesetzt. Weiß gar nicht, warum du das jetzt so hypst, aber es sind ja bekanntlich die kleinen Dinge im Leben. Shinato zerstört jetzt Gazelle und dabei verliert Yugi 200 Lebenspunkte. Eigentlich müsste Yugi ja 1500 Lebenspunkte verlieren und damit wäre Yugi besiegt. Da Yugi aber unbesiegt ist und bleibt, spielt ihm der Anime-Effekt in die Hände. Aber nicht nur das, sondern hat Yugi scheinbar Kaibas und seine Karten in einem Deck. Also konnte Yugi Noah verwirren und fast gewinnen. Ich versetze dieses Monster in den Angriffsmodus. Und spielt die dabei verdeckt in Verteidigungsposition. Damit hättest du ihn fast bekommen, Yugi. Aber der Deckmaster-Effekt erlaubt es Noah, ihn wieder zurückzuziehen, wenn sein Monster angegriffen werden soll. Was hier eigentlich auch nicht der Fall ist. Ist ja immerhin nur ein Karteneffekt von der Cyberdose und kein Angriff von der Cyberdose. Naja, funktioniert halt trotzdem. Da Noah jetzt aber nichts mehr auf dem Feld hat, schafft es Yugi, seinen schwarzen Magier zu spielen und Noah direkt anzugreifen, nur damit dieser am nächsten Zug ein 2600 starkes Geistmonster spielen konnte, welches er dann am Ende seines Spielzuges wieder auf die Hand nimmt und er somit wieder schutzlos ist. Junge, wie dumm muss man eigentlich sein, wenn man so ein starkes Monster zurückzieht, obwohl Yugi gar kein Monster hat, was ihm gefährlich werden könnte. Jetzt muss er erst einmal wieder zwei Monster spielen, um die für ihn opfern zu können. Was ein Spast, Mann. Aber Yugi ist auch nicht wirklich besser. Ja, traurig, aber wahr. Er hat jetzt Kuribo auf dem Feld und zieht das schwarze Magiermädchen. Er kann sie aber nicht ohne Opfer beschwören, weil der Deckmaster nur Monster vom Typ Licht ohne Opfer spielen lässt. Naja, das ist schon richtig scheiße. Hätte er mal ein Monster, was er für sie opfern könnte. Tja, stattdessen spielt der Riesenschild Gardner in offener Verteidigungsposition. Warum auch immer. Und switcht Kuribo by the way auch in Verteidigungsposition. Und auch im nächsten Zug spielt er nicht das schwarze Magiermädchen. Aber was ist das? Seht ihr das? Es ist Noah, der ebenfalls nochmal versucht, Yugi zu überbieten. Jetzt versteht ihr, warum ich sage, dass das ein Duell der Geister zurückgeblieben ist, oder? Noah aktiviert den Effekt eines Monsters, womit er die Position von einem Monster von Yugi ändern kann. Quizfrage. Wen würdest du wählen? Riesenschild Gardner mit 2600 Verteidigungspunkten und 100 Angriffspunkte? Achtung, im Anime hat er nicht den Effekt, dass wenn er angegriffen wurde, er die Position wechselt. Oder würdet ihr Kuribo wählen mit 200 Verteidigungspunkten und 300 Angriffspunkten? Richtig, er nimmt Kuribo! Alter, wie dumm muss man eigentlich sein? Da Yugi es aber auch vollkommen verkackt hat, ein verdecktes Monster von Noah zu zerstören, konnte er die beiden opfern und seine Schlange wiederholen. Jetzt sind beide eigentlich in einer Zwickmühle, bis auf, dass Noah seine Schlange wieder zurückholt. Und das nur, damit er 500 Lebenspunkte kriegt. Aber jetzt kommt's. Weil er jetzt kein Monster auf dem Feld hat, kann Yugi ihn direkt angreifen, womit er 1400 verliert. The worst trade deal ever made. Yugi schafft es jetzt sogar, das schwarze Magiermädchen, den schwarzen Magier und den schwarzen Magier des Chaos auf das Feld zu holen. Und zu dritt greifen sie an. Aber nicht mit Noah, denn dieser aktiviert eine Fallenkarte, weswegen der Chaosmager gegen das schwarze Magermädchen kämpfen muss. Und der schwarze Magier macht einfach gar nichts mehr. Im nächsten Zug holt Yugi noch den Ultradrachen aufs Feld und zusammen mit der Defusion konnte er gegen Noah gewinnen. Hier und da wurden natürlich ein bisschen die Regeln gebrochen, so wie Yugi es halt braucht. Aber Junge, das wirklich Dumme hier ist die Vorgehensweise der beiden Duellanten. Wenn es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, änderst du einfach die Regeln, bis dann endlich alles hinhaut. Die dritte Sache ist eigentlich nur super kurz. Nachdem Yugi gegen Noah gewonnen hat, wurden alle, die zu Stein wurden, wieder lebendig. Ist ja eh alles nur digital, aber ihr wisst, was ich meine. Jeder so, juhu, das Duell ist gewonnen. Und Kaiba dann voll verwirrt. Was?
Welches Duell? Nachdem sie ihn dann aufgeklärt haben, hat er sich extrem drüber aufgeregt, dass Yugi auch sein Deck hatte, um gegen Noah zu duellieren. Und er hatte by the way auch deine nette Vorlage von 400 Lebenspunkten. Nachdem Yugi also dieses fast unschaffbare Duell gewonnen hat und seins und Mokubas Leben gerettet hat, regt er sich nur darüber auf, dass Yugi mit seinen Karten gespielt hat. Kaiba, ein Held, wie er im Buche steht. Kam er nach diesem Tag etwa auf den Gedanken, ein Superheld zu werden? Und entstand dadurch etwa Kaiba-Man? Wenn er glaubt, dass sein lächerlicher Plan, die ganze Welt zu digitalisieren, funktioniert, ist er verkalkter, als ich dachte. Stimmt, spätestens in Deutschland würde er seinen Nemesis finden. Die vierte unlogische Sache ist das Duell zwischen Kaiba und seinem Stiefvater. Es war an sich nicht wirklich unlogisch und das war so ziemlich das beste Duell aus der gesamten Arc. Ja, der Effekt von der schwarzen Exodia wurde komplett abgeändert, aber an sich fand ich die Änderung ziemlich cool. Mein Punkt hier ist der Stiefvater von Kaiba. Als sie Bescheid bekommen haben, dass die Insel bald zerstört wird und sie somit keine 30 Minuten mehr Zeit haben, wollte der Stiefvater den Körper von Kaiba sofort übernehmen. Das konnte Kaiba aber erstmal abwehren, weil er meinte: Stopp! Der Gewinner geht mit meinem Körper raus! Als Kaiba dann gewonnen hat, wollte er den Körper trotzdem übernehmen. Nur halt mit ganz wenig Zeit. Dazu kann der Stiefvater, genau wie Noah, auch die komplette Welt kontrollieren. Wie zum Fick kann so jemand überhaupt verlieren? Noah meinte ja zumindest hier und da mal, fair sein ist wichtig, auch wenn er natürlich alles andere als ein fairer Spieler war. Aber der Stiefvater hat auf Fairness ja den größten Fick überhaupt gegeben, den jemals jemand, außer Yugi, gegeben hat. So, das war's. Dieser kleine Umweg hat mich eine Menge meiner wertvollen Zeit gekostet. Na schön, fliegen wir weiter und tun so, als wäre dieser Unsinn nie passiert. Schön gesprochen, Kaiba. Schön gesprochen. Die letzte unlogische Sache für heute ist das Vierer-Duell zwischen Marik, Joy, Yugi und Kaiba. Nee, Spaß. Das Duell hat nicht wirklich was Unlogisches zu bieten, aber dafür war das Duell verdammt geil. Die beiden, die als erstes ihre Lebenspunkte auf Null gehauen bekommen, treten im ersten Duell gegeneinander an. Weil Kaiba als erstes gegen Yugi will, tut er alles, um Marik und Joey loszuwerden. Weil Joey gegen Marik möchte, versucht er auf jeden Fall erstmal Kaiba loszuwerden. Und dann vielleicht Yugi. Weil als erstes Marik gegen Yugi möchte, will er erst einmal Joey und Kaiba loswerden. Und weil Yugi als erstes gegen Marik oder Kaiba möchte, geht er auf die beiden, weil Joey irgendwie sein Freund ist. Und nach Absprache geht er halt auch auf ihn. Vielleicht etwas verwirrend, aber verdammt genial umgesetzt worden. Nach der Noah-Arc war das Duell wirklich mal etwas verdammt Geniales. Die wirkliche fünfte unlogische Sache ist Marik. Schon wieder. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als er Odion töten wollte, das dann aber nicht gemacht hat, weil er zum Duell aufgerufen wurde? Ungefähr dasselbe, nur noch dümmer, hat er jetzt schon wieder abgezogen. Odion kann sich ja zumindest nicht bewegen oder wehren. Ishizu allerdings schon. Sie hat Odion irgendwo versteckt, weswegen Marik sie erpressen wollte, damit er die Info rausbekommt, wo er jetzt überhaupt ist. Da sie auch keine Millenniumskette mehr hat, hat sie auch gar nichts mehr, was sie vor Mariks Millenniumsstab schützt. Also wollte er von ihr die Info sneaken und nebenbei sie auch noch ins Reich der Schatten bringen. Aus Gründen aber, die nicht wirklich existent sind, hat er ihr alles Mögliche gesagt und hat sich dann doch einfach wieder verpisst, ohne überhaupt irgendeine Info zu bekommen oder sie ins Reich der Schatten zu verbannen. Ja, Marik und seine unglaublich ausgetüftelten Pläne, die immer hundertprozentig zum Erfolg führen. Ja, das war's wieder mit diesen unlogischen Dingen in Yu-Gi-Oh! Der nächste Teil wird auf jeden Fall früher kommen, als die Spanne zwischen letzten Teil und diesem Teil war. Ich werde mir Mühe geben, das wird auf jeden Fall kommen. Infos zum Turnier werden auch kommen. Ich bin nur noch am gucken, mit welchem Programm man das mal am besten machen kann, mit welchem Spiel. Und ansonsten war es das jetzt aber auch schon wieder von mir. Merch-Link, Twitter, Instagram und Discord findet ihr wie immer alles unten in der Beschreibung. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.